Gesegnete Weihnachten euch allen. Gesegnete Weihnachten. Schön bin ich total davor. Du, am Stefanitag könnten wir uns den Kurzenspiel treffen. Ja, Hans, ich geh schon mal. Ja, ich komm schon. Das war eine Idee. Ja, Bier warm, ein paar Kiwis dazu, dann passt's schon. Ja, da muss ich da zuschauen. Also, ja, Stefanie, ja, doch, vier Deck, dann Knierrutscher. Schöne Weihnachten. Wie ich aus der Kirche raus bin, war der Franz weg. Und der Schneesturm war, dass man die Hand vor den Augen nicht gesehen hat. Franz! Franz, wo bist du denn? Ich bin einfach blind dem Franz nachgelaufen. Und wie der Schneesturm nachlassen hat, war ich irgendwo mitten im Wald. Finster war's. Und ich hab nicht mehr gewusst, wo ich bin. Franz! 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 Lass mich nicht allein! Was ist denn? Heilige Maria. Ja, da ist er ja. Peter, dem Himmel sei Dank. Komm, Bub, trink was, damit dir wärmer wird. So, die Füße werde ich da schnell ein bisschen einreimen. Das nicht abfrieren. Gleich wirst du was spüren. So, so Peter, jetzt komm ins Bett. Ja? Unter die warme Duschen, da wird er gleich wieder warm werden. So, komm, gleich wird dir besser sein. Da, leg dich her.
Ich reibe dir die Füße noch ein bisschen warm. Na, ist schon besser. Spürst du schon? Aber ja. So, ist der schon wärmer? Ja. Alexis. Da ist er ja. Da ist er ja! Peter. Gott sei Dank, bist du wieder da. Lenz! Lenz, er ist wieder da! Was war? Wo bist du gewesen? Lass ihn schlafen, Lenz, lass ihn schlafen. Zuerst will ich wissen, wo er war. Peter. Ja! Ja, und von dem Tag an ist die Mooswabel bei uns geblieben. Der Vater wollte so. Wir haben sie alle lieb gewonnen. Nur ich habe mich noch eine Zeit lang gefürcht vor ihr. Ich glaube, da vorne, wo der Wald aus ist, bleiben wir besser stehen. Jakob, wir halten dann an. Ist es noch weit? Nein, nein, wir sind gleich da. Aber besser, wir gehen zu Fuß. Jakob, ich bin gleich wieder da. Ruhe, Herr Brand. Raufwärts. Danke euch. Da geht's weiter. Gut. So war das mit der Mooswabel. Ja, was soll ich machen? So war's. Ja, mich amüsiert nur, dass sie einen Baum mitbringen, obwohl rundherum lauter Wald ist. Wir kennen den Brauch nicht. Wirklich. Den ersten Christbaum habe ich unten in Graz gesehen. Da habe ich mir gedacht, es wird dem Nickel freuen. Der Nickel ist mein kleiner Bruder. Na ja. So, da bin ich daheim. Hören Sie? Meine Mutter und die Christel. Kommen Sie. Das Lied kennen Sie ja. Gestern von Ihrer Frau Tant. Ich glaube, ich hätte auch gelächelt beim Solo meiner Tante, wenn ich sie gewesen wäre. Sie hat's gut gemeint. Ich würde auch jetzt vermutlich einiges anders sagen. Oder gar nicht. Ich glaube, Sie haben recht. Ich bin eine Art Grenzgänger. Hier nicht mehr daheim und dort noch nicht. Ich glaube, ich muss gehen, Herr Rosecker. Wollen Sie nicht reinkommen? Nein, danke. Mir erfriert sonst der Jakob an. Danke fürs Herbringen. Ich danke Ihnen fürs Herbringen. Falls Sie noch mehr Geschichten von hier lesen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie mal Schrift lesen können. Doch, doch. Wollen Sie es wieder zurück? Ja, bitte. Ich hab sonst keins. Ich bring's Ihnen vorbei. Oder Sie holen sich's, falls es Ihnen zu lange dauert. Mehr kann ich Ihnen leider im Augenblick nicht bieten als meine Adresse. Die merke ich mir. Wirklich? Wirklich. Naja, warum auch nicht? Ich habe mir Ihre auch gemerkt. Schöne Weihnachten. Ihnen auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Girl, ist nicht die ganze Mehlspeise, die braucht man für die Feiertag. Grüß Gott, wie da? Ja, Peter! Peter, grüß dich! Der Nickel! Grüß dich! Grüß dich, Blonen! Grüß dich! Mutter! Ja, Peter! Grüß dich, Jakob, grüß dich, Peter! Gewesen. Der Vater und der Franz sind noch beim Räuchern. Willst du Milch? Oder willst du Butterbrot? Gar nichts.
Geht's dem Witraus reichern? Nickerl, kommst du damit? Der Nickerl? Na, reichern ist nur was für die Männerleut. Aber heute ist einmal eine Ausnahme. Na, komm mit, Nickerl. Geht's alle mit raus? Nee, ich geh mit dem Nickerl. Grüß dich. Servus, Peter. Komm, zieh den Nickerl was an. Komm mit. Was hast du denn da? Was machst du denn damit? Das wird eine Überraschung. Okay, du allerweil mit deinen Überraschungen. Am liebsten wär's meine Mutter. Du ging jetzt damit zum Reichern. Wegen der Überraschung. Christkindl. Dankeschön. In jenen Tagen geschah es, als vom Kaiser Augustus der Befehl ausging, dass aufgezeichnet werde der gesamte Erdkreis. Alle gingen hin, um sich eintragen zu lassen. Jeder in seine Stadt. Auch Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, um sich mit Maria, seiner Angetrauten, die gesegneten Leibes war, eintragen zu lassen. Während sie aber dort waren, geschah es, dass sich erfüllten die Tage, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil kein Platz war für sie in der Herberge. In derselben Gegend waren Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn vor sie, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde große Freude. Geboren wurde euch heute in der Stadt Davids ein Retter. Er ist Christus, der Herr. Und die himmlischen Heerscharen lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter Menschen guten